Niemand hat Zutritt. Die einzige Ausnahme seid ihr. Ich habe mich also hinsichtlich unseres Diebes getäuscht. Ja, scheint so. Es heißt, wir wären mit unserer Falle sorglos umgegangen und trügen deshalb die Schuld. Doch es hätte auch ohne das Sarkamek Tote gegeben. Diese Elfin war fest entschlossen, uns für irgendetwas die Schuld zu geben. Selbstsucht, Verlangen, Verleugnung. Wie könnt ihr nur zulassen, dass sich all dies fortsetzt? Wenn ihr nicht offen reden wollt, dann unterhalten wir uns eben nicht. Wartet. Seit unserer Ankunft hier habe ich nichts anderes gesehen als Gier und Schwäche. Zwerge, Menschen, Elfen. Sie alle sind verkommen. Es gibt keine Ordnung, kein Ziel. Ihr seid eine der wenigen, der ich begegnet bin, die zumindest über einen gewissen Wert verfügt. Und doch war auch das nur Zufall. Geboren aus Selbstsucht. Mir ist unerklärlich, wie man einen derartigen Morast rechtfertigen kann. Ihr habt euch von mir abgewandt. Könnt ihr euch ebenso leicht auch von all diesem Chaos abwenden? Ich bin nicht schuld an den Zuständen in dieser Stadt. Ich bin ebenfalls neu hier. Und widert sie euch auch so an? Manches an ihr schon. Aber wäre es denn an irgendeinem anderen Ort so viel anders? Karasthen sind Soldaten. Das Kuhn hat es so entschieden. Sie können niemals von ihrem festgelegten Weg abweichen. Niemals etwas anderes sein als das, wofür sie bestimmt sind. Sie haben jedoch die Freiheit, über die Gestaltung dieser Rolle zu entscheiden. Sie können sie annehmen und meistern. Oder sie ablehnen und sterben. Der Weg zum Ruhm ist klar vorgegeben. Ihr behauptet, es sei nirgendwo anders. Doch genau das bestreiten wir mit einer Gewissheit, die nicht nur euch, sondern auch dieser gesamten Stadt guttun würde. Entschuldigt, aber dieses Ablehnen und Sterben irritiert mich ein wenig. Und doch akzeptiert ihr die willkürliche Gewalt, unter der diese Nation leidet. Ich frage mich, ob sich auch die Schwächeren unter euren Bürgern der Gewissheit derart verschließen würden. Möglicherweise zwingt ihr uns irgendwann dazu, unsere Rolle zu verändern, falls das Kuhn es verlangt. Sie war wütend, miterleben zu müssen, wie ihre Leute ihre Kultur verloren, indem sie die eure annahmen. Wir akzeptieren jene, die sich an das Kuhn binden. Die Schwachen suchen naturgemäß die Nähe der Starken. Aber das spielt keine Rolle. Es ist nicht unser Auftrag, jemanden zu bekehren. Ich bin hier, um eine Forderung zu erfüllen, die euer Verständnis übersteigt. Inzwischen ist ziemlich viel Zeit vergangen. Es wird so lange dauern, wie nötig ist. Kein Schiff wird kommen. Es gibt keine Rettung vor der Pflicht gegenüber dem Kuhn. Ich sitze hier fest. In dieser ganzen Zeit hättet ihr euch sogar ein Schiff bauen können. Es geht hier nicht um ein Schiff. Dieser Abschaum hat uns bestohlen. Nicht jetzt. Nicht das Sarkamek. Es ist Jahre her. Ein einfacher Akt der Gier hält mich hier fest. Keiner von uns kann nach Parvollen zurückkehren, bevor nicht ich allein wieder beschafft habe, was unter meinem Kommando verloren ging. Deshalb sind diese Elfin und ihre Schatten unwichtig. Deshalb lasse ich dieses Geschwür von einer Stadt nicht einfach hinter mir. Euer Chaos in Ordnung zu bringen, ist nicht die Forderung des Kuhn.
ihr alle solltet dankbar dafür sein. Danke für eure Dienste, Mensch. Und nun geht. Seine Nerven liegen blank. Der Vicon sollte davon erfahren. Ich liebe den Geruch von frischer Tinte. So belebend. Jahre voller angenehmer, stiller Sorge. Dahin. Zusammen mit einer ganzen Straße. Die Kunari trifft keine Schuld. Jawohl. Eine verrückte Elfin, angeheizt von Eiferern, wahrscheinlich verborgen von denselben Gruppen, die ich beschwichtigen muss. Der Bauer hat wirklich viel Sinn für Humor. Und der Arishok? Er hatte wohl keine Pläne zur Abreise. Ich wusste ja nicht, dass die Lage für ihn ebenso unerfreulich war. Wenn ihr ihm Gold schickt, beschwert er sich, dass es so schwer ist. Und es wird noch schlimmer. Es ist furchtbar. Zumal der Ton doch schon entgegenkommender wurde. Euer Einfluss, ohne Zweifel. Was ist geschehen? Ein Gesandter der Kunari und sein Gefolge haben ja einen Besuch abgestattet. Sehr freundlich und zaghaft. Durchaus vielversprechend. Sie haben meine Gemächer verlassen, sind aber nie bei der äußeren Wache angekommen. Sie sind praktisch direkt auf meiner Türschwelle verschwunden. Was glaubt ihr, wie wohl die Reaktion des Arishok darauf ausfallen wird? Wir müssen die Angelegenheit in den Griff bekommen, und zwar schnell. Ich fühle mich, als würde ich schon seit längerem versuchen, eine durchgegangene Herde aufzuhalten. Da macht jemand sehr viel Druck. Sprecht mit Truchses Bran. Dann wisst ihr, warum ich niemand anderen mit dieser Sache betrauen kann. Ich weiß nicht, wer aus einem Kampf gegen die Kunari einen Vorteil ziehen würde. Aber wir werden alle einen hohen Preis bezahlen.